Disassembly und Reassembly einer Syma AK-74U. Das ist eine CM-045. Das Disassembly funktioniert auch für praktisch alle anderen 45er-Reihen. Die 20er- und 30er-Reihen funktionieren anders. Und zwar liegt es daran, dass bei den 20ern und 30ern die Kopie eine andere ist. Bei den 20ern und 30ern wurde von Syma etwas von TM kopiert. Und deswegen sind die anders aufgebaut. Bei den 30er-Reihen zum Teil mit leichten Verbesserungen. Und bei den 40er-Reihen wurde kopiert von VFC, LCT und Syma ein paar kleine Eigenentwicklungen reingebaut, wie dieses Teil, was ich da gerade raushole. Das hat zum Beispiel LCT nicht, das kann man für teures Geld nachkaufen. Herzlichen Glückwunsch. Oder man 3D-druckt sich das oder so. Die Gearbox ist jetzt schon locker, wie ihr seht. Was wir jetzt allerdings machen müssen, ist das Hop-Up nach vorne zu bekommen, um die Gearbox auch rauszukriegen. Dazu müssen wir diese total ätzende kleine winzige Schraube da rauskriegen. Das ist ein super beschissenes Drecksding, das auch keinen tieferen Sinn besitzt, als irgendwie noch so ein klein wenig extra Spannung auf den Lauf zu kriegen. Warum ist das so? Weil da eigentlich ein Pin drin ist. Und der reicht. Der neigt auch, also wenn man das Teil jetzt nicht 600 Mal auseinanderbaut, auch nicht dazu rauszufallen. Deswegen ist diese kleine Kackschraube da drin eigentlich total sinnlos. Ja, einmal rausdrehen muss man sie auf jeden Fall. Ich werde sie auch nachher wieder reindrehen müssen, weil das natürlich hier eine Knappe ist, die nachher an den Kunden geht. Genau, jetzt geht erstmal der Pin da raus. Wichtig ist, ihr prügelt den Pin in Richtung der geriffelten Seite raus, weil die geriffelte Seite, die ist die im Body hängen bleibt. Da ist die Riffelung. Na, ja, damit stimmt's auch scharf. Genau. Das kommt raus, dann kann man das ganze Frontset nach vorne schieben. Das war's schon, jetzt geht die Gearbox ganz locker raus. Ihr passt auf die kleinen Teile auf. Fertig. Als nächstes bauen wir das ganze Ding wieder zusammen. Ich mache da jetzt erstmal gerade im Schnellverfahren einen T-Stecker dran. Ich habe vielleicht einen Krampfanfall gekriegt wegen dem Tamiya-Stecker und deswegen musste ich das kurz erledigen, bevor ich wieder alles zusammensetze. Was ihr jetzt macht, ist simpel. Ihr packt die Fire Selector-Dinger wieder auf die Gearbox, haltet die ein bisschen fest. Die sind nur noch für, also ist ja eine SAEG in diesem Fall. Wenn ihr eine AEG habt, müsst ihr gucken, dass es mit der Selector Plate passt. In diesem Fall ist keine Selector Plate drin. So, ich habe sogar diese kleine Zwischenschraube rausgenommen, die dann die Bewegung auf die andere Seite überträgt zur Selector Plate. Ist auch unnötig bei einer SAEG. Deswegen ist es viel einfacher, das einzubauen. So, jetzt den Feuerwallhebel zuerst, weil wenn ihr den Motorgriff schon anschraubt, verzieht ihr damit die Gearbox und dann passt der Feuerwallhebel nicht mehr rein. Und wenn ihr den dann mit Gewalt reingemacht habt, dann haut es mit dem Nozzle und dem Hop-Up und alles nicht mehr so gut hin. Also Feuerwallhebel zuerst, der zentriert die Gearbox. Dann seht ihr zu, dass ihr das Hop-Up und das Frontset wieder gerade kriegt. Bei manchen Waffen kann man die Hop-Up-Kammer anschrauben an die Gearbox, zum Beispiel bei E&L. Und dann macht ihr das als nächstes. Und dann fixiert ihr das Hop-Up und so weiter, so gut es geht. Und erst dann kommt der Motorgriff ran und zieht sozusagen nochmal alles ein bisschen fest. Aber es ist sehr wichtig, dass ihr nicht den Motorgriff zuerst, weil dann alles irgendwie sich verzieht und schräg wird und keine Ahnung was. Das ist ziemlich nervig. Manchmal hat man dann kein Feeding mehr, weil irgendwie das Nozzle in der Hop-Up-Kammer schleift oder man verliert wahnsinnig viel Energie oder was auch immer. Ja. Also versucht es zu vermeiden.
So, bei mir sitzt jetzt das Frontset nicht richtig, weil das locker war, hat sich das alles ein bisschen verschoben. So dass ich hier vorne, normalerweise nimmt man den Lower Handguard da vorne mit dieser Fixierung, mit diesem Bügel ab. Es kommt jetzt alles wieder in Position, dann kommt der Bügel wieder nach vorne, um das Ganze zu klemmen und dann ist es fertig. Ja, als nächstes. Ne, kommt der Charging Handle wieder rein. Das kann man eigentlich zu jedem Zeitpunkt machen, indem die Gearbox wieder einigermaßen fest sitzt. Das ist bei Syma denkbar einfach, da das Teil ist auch nur an einer Seite fixiert und ansonsten läuft es in seiner Führung. Bei manchen Knarren guckt dieser Stahl, diese Stahlstange dann noch vorne raus und muss dann noch in den Body rein. Bei Syma super einfach so. Jetzt den Motorgriff nicht zu fest. Und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, es kann sein, dass da mal irgendwie die Kabel ein bisschen im Weg liegen. Dann lasst euch die Zeit, nehmt die Kabel, also legt die Kabel vernünftig, probiert ein bisschen rum, sorgt dafür, dass sie nicht im Weg sind. Das geht alles ohne Gewalt. Prügelt da nicht mit Gewalt eine Schraube rein, quetscht irgendwelche Kabel ein oder was auch immer. Es führt nur dazu, dass nachher irgendwie entweder ihr einen kurzen habt oder der Motor nicht mehr sauber sitzt oder zu sehr runtergedrückt wird und dann quietscht die ganze Kanone und es ist super ätzend. Das wollt ihr nicht. So, also fest, aber nicht zu fest anziehen. Oder wie der deutsche Handwerker sagt, handfest anziehen. Ja, außer ihr seid Heilkönner. So. Macht es einfach mit gesundem Menschenverstand. Jetzt kommt da dieses Teil wieder rein. Was dafür sorgt, dass die Magazine nicht zu weit in die Waffe kommen übrigens. Ihr könntet das natürlich weglassen, ihr könntet trotzdem laden. Ja, aber es ist dann möglich, die Magazine zu weit reinzustecken und dann verklemmen die sich, wenn ihr sie dann hochrammt. Und meistens muss man dann das Magazin zerstören, um es wieder aus der Waffe zu kriegen. Das ist ziemlich ätzend. Gut, wir sind fast am Ende. Da kommt jetzt noch dieser komische kleine Abdeck-Scheiß wieder drauf, den auch kein Mensch braucht eigentlich, streng genommen. Aber hey, dann ist der authentische Look gesichert und die Schraube auch. Ja, genau, apropos Schraube, jetzt kommt da diese kleine, nervtötende Kackschraube wieder rein, die ich da auch nur wieder reinmache, wie gesagt, weil diese Knarre zu einem Kunden geht. Und dann soll sie ja im Originalzustand sein. Man kann die weglassen. Es hat mir noch niemand sinnvoll erklären können, warum die da zusätzlich zu dem Pin drin sein muss. Es gibt Modelle, da zieht man mit dieser Schraube den, also drückt man oben auf den Pin und das fixiert sozusagen den Pin. Das kann ich nachvollziehen, bei Syma ist es nicht so. Bei Syma kann ich den Pin raus und dann mit Gewalt das Frontset nach vorne und dann schleift die Schraube so ein bisschen über den Outer Barrel, aber funktioniert tut das schon. Ja, Deckel wieder drauf, Waffe wieder zu. Wenn man den Deckel hochnimmt, kann man übrigens den oberen Teil vom Frontset abnehmen, also den Handguard. Das ist bei AKUs normal und soll so sein. Als nächstes ganz kurzer Schusstest. Das klang jetzt super scheiße wegen dem 7.4er Lipo, der da dran hängt, der schon nahezu keine Power mehr hat. Aber die Waffe läuft und damit sind wir am Ende. Also noch einen wunderschönen Tag.